Jo Leute, was geht ab bei euch und was geht ab, Freunde, euer Debian? Ich konnte mal ein Video, was für ein Anfang, Alter. Jo, was geht ab, Freunde? Ja, heute gibt's ein FAQ wieder. Ja, es ist 3, 4, 5. Das FAQ, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, heute gibt's ein paar Fragen. Die letzte Frage ist meine Lieblingsfrage, da werde ich, ja, mal was dazu noch sagen. Ja, erste Frage, mit welchem Alter hättest du YouTube auf, mit YouTube aufhören? Mit welchem Alter hörst du YouTube auf? Puh, schwer zu sagen, so. So bis 30, kommt drauf an, weil, ja, ich weiß nicht, so ab 30, ja, so bis 30 mache ich YouTube. Mal schauen. Ja, bin gespannt. Aber das, wenn ich 30 bin, keine Ahnung, wie viele Jahre ich dann YouTube mache. Mal schauen, was es auf mich zukommt. Aber ja. Zweite Frage. Wen willst du am besten treffen von den Fußballprofis? Ja, ganz klar. Ronaldo, Neymar, Suarez, Bale, Messi. Auch wenn ich kein Messi-Fan bin. Trotzdem auch Messi zu sehen ist auch übelst cool. Das ist Ronaldo, Neymar, Messi, Suarez, Bale sind egal was für ein Fußball ich treffe. Hauptsache, ja, wenn halt zum Beispiel ich treffe so einen Fußball, den eigentlich niemand kennt, den ich aber kenne, da würde ich ganz locker easy bleiben. So bei Ronaldo oder Messi und Neymar, so da wäre ich schon ausgerastet. Aber ja, dritte Frage: Welches Fußballland magst du am nicht? Ja, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich in Deutschland lebe, mag ich die deutsche Nationalmannschaft nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag die einfach nicht. Keine Ahnung warum. Ich weiß es einfach nicht. Ich mag die einfach nicht. Ist halt so. Wer ist dein bester Freund? Habe ich schon mal beantwortet. Ich habe Freunde. Ja, ja, Atakan, Sean, Kamean, das sind die drei, die ich, einer von den drei, sind meine besten Freunde. Ich weiß, Burak muss die fehlen, aber ich, wenn ihr wollt, wenn ich eine Real-Life-Story über mich und Musti erzähle, sage ich noch am Ende dazu, weil da kommt noch ein Video dazu, wenn ihr wollt, oder wenn nicht, zu den kurzen Hosen, Alter, es ist Freitagabend, und ja, fünfte Frage habe ich auch nicht. Das ist die, finde ich, dümmste Frage. Findest du mich cool? Alles klar. Enver. Warum nicht? Also, du bist mein Freund. Trotzdem ein guter Kumpel. Ja. Ja, warte, ich muss gucken. Ah, jetzt. Wann machst du Ventoias-Videos? Ja, ich habe mir schon vorgenommen, ein paar so Pranks zu machen, wenn du Eier hast zu machen, ja, und mach halt mit Freunden und alles, ja, mal schauen, was so die Tage kommt, ja, kommt, vielleicht kommt so ein Plan von mir, ich überlege mir gerade eine Serie, was ich machen soll für eine FIFA-Serie, ich habe mir eine FIFA-Serie schon, glaube ich, ausgedacht, Road to Liga 1, habe ich mir ausgedacht. Also Road to Glory, also Road to Liga 1. Und ja. Ja gut, meine Mutter ist reingekommen. Ja gut, ha. Passiert. Ich dachte mir, oh ja, schrocken. Und ja, ist auch egal. Wie gesagt, wenn du euer Format vielleicht mit einem Kumpel, paar Kumpels. Ja, und ja, nächste Frage. Wie heißt, in welche Schule gehst du? Ich gehe auf eine Realschule. Die heißt Rilke Realschule. Und ja. Achte Frage. Bei welchem Video hattest du am meisten Likes? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, das war bei dem, da wo ich die Real Life Story erzählen wollte. Oder, da habe ich, ich glaube, das war einer meiner höchsten Likes. Also 11 Likes, aber ich habe selten Daumen nach unten, das wundert mich wirklich, weil ich finde mich auch nicht als so guten YouTuber, ja, ich finde mich halt
einen ganz kleinen YouTuber, der nicht gut ist. Ich finde mich selber manchmal schlecht. Aber ich hasse das, wenn Leute Videos von mir schauen und ich in der Nähe bin. Ich weiß nicht, wie es. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Da komme ich echt nicht klar. Wenn ich mich halt selber sehe. Und also wenn andere Videos von mir sehen und ich dabei bin. Also wenn ich mich halt beim Schneiden sehe, da kapiere ich es schon, aber keine Ahnung. Bei welchem Video. Ach so, das habe ich ja schon beantwortet. Ja. Wen magst du aus der Familie am meisten? Ja, ganze Familie ist mir wichtig. Ich mag die ganze Familie, also gibt niemanden, den ich mehr mag. Alle bleiben bei mir gleich im Herzen. Und ja, letzte Frage. Das ist die, denke ich mal, eine meiner Lieblingsfragen, die ich jemals hatte. Wieso heißt dein Kanal jetzt Feel Bras und nicht mehr Dave oder Feel Dave 2? Erstens, ich habe ja mitgeteilt, dass ich mit dem Kanal mit Musti mache und Feel Dave kommt ja kein Video mehr. Also das ist sozusagen das Ende. Also Feel Dave kommt nie wieder Videos. Oder ja, und ja, Feel Bras heißt es jetzt, weil ich eigentlich geplant habe, mit Musti Videos zu machen, aber wenn ihr wollt, dass ich mal eine Story darüber erzähle, ist auch mal etwas passiert. Aber wenn ihr wollt, würde ich mich wie gesagt über 10 Likes freuen und dann erzähle ich, warum es jetzt viel Bros heißt und was ich und Musti so alles planen oder was als so passiert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt wie gesagt 10 Daumen nach oben, dann mache ich wie gesagt, oh, wie heißt es? Real Life Story, die zweite. Und ja, dann denke ich mal, was ist jetzt von mir? Ciao, Leute, und auf Wiedersehen, wie gesagt, 10 Likes, dann kommt die Story. Und dann, was ist jetzt von mir? Ciao, Leute, und auf Wiedersehen.